Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 eFIFA. Okay, alles klar. FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode und heute geht es gegen den SV Sandhausen und gegen Fortuna Düsseldorf im Topspiel der zweiten Bundesliga. Der erste gegen den dritten, das wird richtig, richtig spannend. Leider kein Montagabendspiel, aber ich denke mal trotzdem, dass das ganz schön wird mit einer guten Atmosphäre. So, wir spielen in der ersten Partie relativ früh nach dem letzten Spiel. Das heißt im Endeffekt, wir müssen ein bisschen umstellen und wir müssen mit einer B11 agieren, beziehungsweise in weiten Teilen eine B11. Wir haben nicht alle Stammspieler zur Verfügung. Leider hat sich auch Iheanacho in der letzten Partie verletzt und fällt längere Zeit aus. Dementsprechend müssen wir da irgendeine Alternative finden und ich denke mal, das kriegen wir auch hin, denn wir haben ja theoretisch noch zwei Stürmer auf der Bank sitzen, mit Klos und Nöte, die zwar nicht berücksichtigt werden, von mir zumindest oft nicht, aber die an sich natürlich Fußball spielen können und dementsprechend können wir sicherlich auch auf die zurückgreifen. Wir machen erstmal ein Spielertraining, haben wir unter anderem Bart Finne. Mittlerweile hat er seinen Marktwert auf 3 Millionen gesteigert. Ich habe die Ausstiegsklausel, beziehungsweise, was heißt Ausstiegsklausel, die Kaufoption für 3 Millionen. Das ist an sich ganz cool, denn wir kriegen das Geld auf jeden Fall, wenn wir danach wieder verkaufen, wieder rein. Wir werden also diese Option, wenn es alles funktioniert, auf jeden Fall ziehen. Trainieren unsere Mannschaft, trainieren unter anderem Melvin Lorenzen, bei dem fehlt nur noch ein bisschen und trotz dessen, er nur ein F bekommt, reicht es für das Upgrade. Er geht auf 67 von 66 hoch. Das sieht doch schon mal ganz cool aus und ich denke mal, mit dem Pace, das er hat, kann er sogar in der ersten Liga überzeugen, denn es kommt nicht immer nur aufs Rating an. Es kommt teilweise auch wirklich darauf an, wie die Spieler so vom Beast-Rating her quasi sind. Im Karrieremodus gibt es auch so ein spezielles Beast-Rating. Beispielsweise kann ich euch nur Alberos Nack ans Herz legen. Zu dem wird demnächst auch nochmal ein Video kommen. Und der ist einfach im Karrieremodus ein absolutes Tier. Hat nicht so viel Potenzial. Bei mir bei Hannover hat er 77, 78 oder sowas. Aber der ist einfach eine richtige Maschine. Und von daher macht es mega Spaß, mit solchen Spielern wie Lorenzen oder halt auch Rusnak zu spielen. Wir müssen, wie gesagt, umstellen. Die Aufstellung seht ihr hier schon. Das ist alles nicht mehr so toll. Wir haben auf der 6 jetzt Christensen stehen. Ich glaube, dass wir auf der Linksverteidigerposition mit Junglas spielen werden. Der eigentlich gar keinen dann nichts verteidiger ist und das gar nicht spielen kann, aber trotzdem ist einfach mal Macht. Oder spielen wir mit Schuppan? Ne, wir spielen mit Schuppan. Nächste Partie wird Junglas spielen, das kann ich schon mal ankündigen als Linksverteidiger. Mega interessant auf jeden Fall, würde ich so behaupten. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir gehen in die erste Partie gegen SV Sandhausen, der Tabellenführer der zweiten Liga beim Abstiegskandidaten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Mir ganz, ganz dringend 3 Punkte, sonst wäre es peinlich. Und ja, wir sehen uns dann danach gleich wieder. Arminia Bielefeld zu Gast beim SV Sandhausen von 1916. Das Stadion natürlich ausverkauft, der Tabellenführer war zu Gast und die Fans erwarteten eine schöne Partie am Freitagabend. Der Tabellenführer reiste übrigens mit einer B11 an das Ganze. Momentan können sie nicht aus den Vollen schöpfen, das Personal, da haben sie ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite, ja, Sandhausen hat mehr Sorgen mit dem Tabellenstand. Immerhin hat Arminia Bielefeld jetzt schon 12 Punkte vor 11 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Mit einem Sieg heute können sie das Ganze auf 14 Punkte ausbauen und dann sieht es doch sehr, sehr stark aus, dass in den verbleibenden Spielen der Aufstieg nicht mehr gefährdet wird. Ryan Gold stand wieder in der Startelf heute, ansonsten gab es von den Torjägern bzw. besten Spielern nicht so viele auf dem Rasen. Auf der anderen Seite Jakub Kosecki, der hatte sich eher vorgestellt, um den Aufstieg mitzuspielen, als im Tabellenkeller der zweiten Liga festzuhängen. Der Pole ein sehr veranlagter Spieler, hochveranlagter Spieler, allerdings beim seiner SV Sandhausen momentan nicht sonderlich glücklich. Knaller im Tor davor, Klingmann unter anderem mit Kister, Olajeng Besi und Rosbach, Kratz, Kulowitz, Wutten und Bieler mit Kosecki und Aziz Budabu in der Sturmspitze. An sich liest sich das gar nicht so schlecht. Die Aufstellung von Sandhausen war auch schon mal deutlich schwächer. Allerdings ist die von Bielefeld ergeben, selbst mit B11 noch mal ein Stückchen besser. Hesel im Tor davor, Striffler, Burmeister, Sundberg und Schuppan. Das heißt, aus der Stammelf ist da nur Schuppan in der Defensive geblieben. Christensen rückte wieder raus auf die 6. Rechts Hämlein, links Michael Görlitz im Mittelfeld und davor Ryan Gold und Christopher Nöte und Fabian Klos. Der ehemalige Kapitän stand mit seinem Sturmkollegen das erste Mal überhaupt die Saison in der Startelf. Das ist eine Kombination, die auf jeden Fall interessant ist. Und wir springen rein in die Partie und gucken, wie diese beiden so performen. Das letzte Mal hat Nöte überzeugt, als er die Flanke auf den Fallrückzieher von Melvin Lorenzen geschlagen hat. Seitdem hatte er keine Einsatzzeiten mehr bekommen. Die erste Aktion war ein Freistoß von SV Sandhausen nach knapp 5 Minuten, die mitgebracht von Kratz und rausgeköpft aus der Defensive von Arminia Bielefeld. Nochmal auf der Linie geklärt von Striffler, das war ganz, ganz knapp, aber jetzt der Konter eingeleitet. Gold kann den Ball hier erobern und spielt nach vorne und zwar auf Christopher Nöte und der setzt sich gegen 2 durch, setzt sich gegen 3 durch, setzt sich gegen 4 durch und ist allein auf weiter Flur, allein auf dem Weg zum Tor gegen Marco Knaller macht das 1:0. 7. Spielminute, der Führungstreffer für Arminia Bielefeld durch Christopher Nöte. Was für ein Auftakt in die Partie. Wie gesagt, das Sturmduo hat noch nie zusammengespielt und nach 8 Minuten ist das schon vollkommen egal, denn die Arminia führt. Das war ein wunderbares Solo und Nöte beweist, wenn man ihn braucht, dann ist er da. Er nörgelt nie rum, anders als Klos, der sich momentan über seine Reservistenrolle beschwert, ist er immer bereit, immer auf Abruf da und zeigt hier, warum er so wichtig für Arminia Bielefeld auch als Ersatzmann ist. Auf der anderen Seite die
Chance für Budabu nach knapp 20 Minuten. Allerdings war das nicht so wirklich gefährlich. Auf der anderen Seite sah das in der Offensive deutlich gefährlicher und besser aus. Das ist Schupper mit dem Ball auf Nöte. Der legt aber Fabian Klos. Der hat seit Ewigkeiten nicht getroffen. Ist ihm egal, macht er einfach jetzt mal. 25. Minute, 25 Meter Torentfernung. Passt hier auch perfekt. Da kann man das auf jeden Fall mal so machen. Knaller wieder ohne Chance. Was für ein schönes Tor von Fabian Klos. Wir sehen das in der Wiederholung. Er kriegt den Ball von Nöte zugespielt. Hat eigentlich gar nicht so viel Platz, aber kann sich einmal drehen oder irgendwie sie lässt ihm ein Stückchen zu viel Platz und damit ganz viel Wucht und ganz viel Frust im Bauch in die obere Ecke geknallt. Hat seit Ewigkeiten, wie gesagt, nicht getroffen. Jetzt ist der Knoten geplatzt und es ging weiter. Die Arminia spielte richtig gut. Knaller faustet den Ball hier raus, kommt zu Schuppern. Die versuchen, den Ball nochmal reinzubringen. Aus der Aktion wurde aber nichts weiteres. Auf der anderen Seite sah es besser aus jetzt mit den Chancen. Das ist Andrew Wooten, US-amerikanischer Nationalspieler und hinten ist Budabu mit dem Kopfball. Aber am Tor vorbei. Hesel muss nicht eingreifen. Dementsprechend weiter 0-2 aus Sicht der Sandhäuser und es hätte höher stehen können, denn weiter spielte in der Offensive, vor allem was die gefährlichen Aktionen anging, Arminia Bielefeld. Das ist Hämlein mit der Flanke in die Mitte und im letzten Moment ist dann wieder Knaller da und verhindert hier das 0-3 zur Halbzeit. Danach war nämlich der Pausenpfiff vom Schiedsrichter gekommen. Wir springen direkt rein in die zweite Halbzeit. Das ist Wooten auf Budabu. Der konnte heute einfach nicht treffen, hatte viele Chancen, aber er brachte den Ball nicht ins Tor. Anders war das bei Christopher Nöte. Hier geschickt nach 60 Minuten wieder allein auf weiter Flur. Ein Konter nach einer Ecke und natürlich macht er diesen Ball rein. 3-0. Doppelpack für Christopher Nöte. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wie bereits angesprochen, er meckert nicht. Er spielt einfach, wenn man ihn braucht. Und dann spielt er gleich so. Rennt der Verteidigung ums andere Mal davon. Ola Yengwesi kommt auch nicht mehr mit seinem Sprint hinterher. Knaller wieder chancenlos. Die Arminia spielte sich in einen Rausch. Und jetzt war alles vorbei bei Sandhausen. Die fielen jetzt richtig auseinander. Das ist Klos. Der versucht abzuziehen. Abgefälscht nochmal. Abgelegt von Nöte. Abgelegt von Kroos. Und das ist Görlitz mit dem rechten Fuß. 4-0. 69. Minute. Die endgültige Entscheidung. Die Deklassierung vom SV Sandhausen. Arminia Bielefeld zerstörte sie auf ganzer Linie. Noch nie hat Arminia Bielefeld gegen den SV Sandhausen mit 4-0 gewonnen, überhaupt 4 Tore geschossen. Und in der heutigen Partie ging trotz B11 einfach alles Knaller, wieder chancenlos, alleine gelassen von seiner Defensive. Das war einfach nur noch traurig und es hätte schlimmer werden können. Hämlein hier mit der nächsten Chance nach knapp 81 Minuten, verzieht aber am linken Torpfosten vorbei und danach war es dann auch vorbei und zwar die gesamte Partie. Arminia Bielefeld gewinnt also mit 4-0 gegen den SV Sandhausen. Der höchste Sieg seit Ewigkeiten für die Arminia. Die kassieren wieder kein Gegentor und jetzt schießen sie auch noch Tore, sind die beste Offensive der Liga und wenn man so spielt, dann verdient man auch den Aufstieg. Die Fans, die mitgereist waren von der Alm, von der Schüko Arena hierher in den Süden Deutschlands zum SV Sandhausen, waren mehr als zufrieden über die Leistung oder mit der Leistung von Christopher Nöte und Co. 2 Schüsse, 2 Tore, bewirbt er sich für weitere Spielzeiten. Wir werden sehen, nächste Woche geht's im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das Ganze wird vielleicht nicht so ganz so einfach, aber trotzdem auf jeden Fall eine interessante Partie und wir können uns darauf freuen. 2-0. So, ich würde sagen, 4-0 kann man machen. Muss man nicht aus Sicht von Sandhausen, kann man aber aus unserer Sicht. Ich muss mir übrigens dieses Ich würde sagen abgewöhnen. Jedes Mal nach dem Spiel sage ich, ich würde sagen. Es muss irgendwie anders gehen. Klos trifft endlich. Hat seit Ewigkeit nicht mehr getroffen, macht dann so eine Bude. Kannst du natürlich auch mal machen. Wir haben wieder nur 2 Tage Pause, spielen am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Ich habe gerade gesagt, wir spielen am Freitagabend. Tut mir leid, jetzt war es doch ein Mittwochabend. Aber ist ja auch im Endeffekt nicht so wichtig. Übrigens, Melvin Lorenzen, trotz dessen er nicht spielt, immer noch mit 4 Toren Vorsprung. Heute könnte er das Ganze wieder ausbauen in der zweiten Partie dieser Episode gegen Fortuna Düsseldorf. Aber wie gesagt, die sind Tabellenzweiter, das Ganze wird ein bisschen schwieriger. 14 Punkte Vorsprung haben wir momentan. Es ist einfach nur unwahrscheinlich, dass wir nicht aufsteigen. Dementsprechend könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Nächste Saison mit Arminia Bielefeld geht es in die Bundesliga und ich habe da richtig Bock drauf, denn ich glaube, wir können, auch wenn wir vielleicht nicht gerade favorisiert sind, ein bisschen was reißen. Ich finde es schade, muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, dass man den Schwierigkeitsgrad nicht anpassen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie das wird, wenn ich in der ersten Liga spiele. Wahrscheinlich werde ich bereuen, dass ich das jetzt gesagt habe, weil die erste Liga mich komplett auseinandernehmen wird. Aber trotzdem finde ich, dass es noch ein bisschen was Stärkeres als Legende geben sollte. Weil für mich ist Legende wirklich, ihr seht es im Karrieremodus mit Newcastle, ihr seht es bei Arminia Bielefeld, es ist nicht sonderlich legendär schwierig. Es ist eher so ganz gut, aber auch nicht komplett überzeugend oder komplett fordernd. Es gab früher mal ultimativ, was man freischalten konnte. Ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erwähnt. Das wäre echt schön. Also das ist vielleicht eine Neuerung, bei der man sagen könnte, ey, baut das doch nochmal ein, macht die nochmal irgendwie ein bisschen stärker oder vielleicht sogar noch 2 Stufen über legendär, so richtig Profi, wo man dann nur noch perfekt spielen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Das fände ich mega nice, weil das würde in meinen Augen richtig viel Spaß machen, gerade für einen Karrieremodus, wenn man so gut ist im Karrieremodus. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einer der besten FIFA-Spieler bin oder ein extrem guter FIFA-Spieler bin, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr guter. Zumindest im Karrieremodus bin ich sehr gut. Ich gewinne nämlich, egal mit welchem Team, einfach alles auf legendär, ohne Probleme. Zumindest meistens.
ich sag mal, nicht alles. Klar, teilweise hat man mal Probleme, das ist immer so spielerformabhängig und so weiter und so fort. Hat ja auch einen gewissen Einfluss, aber nichtsdestotrotz ist es halt für mich in meinen Augen ein bisschen zu easy. Kann man aber halt nun mal nichts machen. Ich kann ja nicht absichtlich schlechter spielen, das geht einfach nicht. Das lässt mein Gehirn auch gar nicht zu, denn das Gehirn kann nicht absichtlich Fehler produzieren. Vielleicht liegt es auch an der Teamchemie, die bei uns einfach so gut ist. Früher bei FIFA 10 und so weiter und so fort gab es noch extra so einen Balken wie bei Ultimate Team mit Teamchemie im Karrieremodus. Die war damals bei mir bei Dortmund relativ hoch nach 7 Saisons. Ich glaube, Bielefeld ist jetzt schon auf 100. Ich wünsche euch viel Spaß beim Topspiel der zweiten Bundesliga gegen Düsseldorf. Wir sehen uns gleich wieder mit unserer Teamchemie und hoffentlich 3 Punkten nach dem Spiel gegen den zweiten. Arminia Bielefeld empfing den Tabellenzweiten der Bundesliga, der erste mit 14 Punkten Vorsprung in der Schüko Arena beheimatet und die war heute wieder prall gefüllt. Eine wunderbare Choreografie der Fans, die hatten schon festgestellt, dass sie in den seltensten Fällen irgendwie noch auf einen Nicht-Aufstiegsplatz zurückfallen können. Es sind 14 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und dementsprechend kann man jetzt schon mal 10 Spieltage vor Ende der Saison sagen, Glückwunsch Arminia Bielefeld für den Aufstieg in die Bundesliga. Es ist momentan einfach nur beeindruckend, was die spielen. Auf der anderen Seite auch Düsseldorf sehr, sehr stark nach Ewigkeiten jetzt quasi schon wieder in der zweiten Liga. Ist eine der größten deutschen Städte, quasi wieder kurz davor, eine Bundesliga-Mannschaft zu haben. Allerdings ist das gerade so, weil sie viele Tore schießen und das könnte heute schwer werden. Weniger Tore als Bielefeld haben sie nämlich trotzdem geschossen mit 36 und Bielefeld hat neben der stärksten Offensive auch noch die stärkste Defensive der Liga. Zur stärksten Offensive darf sie auch Bart Finne zählen. Der spielte heute wieder in der Sturmspitze neben Melvin Lorenzen, Wolfgang Hesel im Kasten davor, Dick Börner, Sundberg und Junglas als Linksverteidiger aufgeboten. Burmeister auf der 6, das heißt die Defensive genauso B11-mäßig wie in letzten Partie Amina Fahner auf rechts, links Dennis Mast, davor Tim Diers in der Sturmspitze, Bart Finne und Melvin Lorenzen. Das heißt auch hier wieder nicht die komplette A-Besetzung. Unter anderem war Ryan Gold nicht mit von der Partie, aber trotzdem sehr, sehr stark der Kader, selbst bei der B11 noch von Arminia Bielefeld. Unterstyle, dazu Akpo, Guma, Botzek, Strodik und Schmitz, der ehemalige Bremer in der Verteidigung bei Fortuna Düsseldorf. Davor dann Gardner und Oliver Fink, Bellinghausen, Demirbay und Mattis Bolli im Mittelfeld und in der Sturmspitze. Der Niederländer Van Dijnen, der ja ein paar Probleme bereiten sollte. Hier sehen wir ihn im Bild, die Saison noch nicht so erfolgreich gewesen wie beispielsweise Lorenzen auf der anderen Seite. Nicht mal so erfolgreich wie Finne, der ja eine Zeit lang jetzt als rechter Mittelfeldspieler gespielt hatte. Allerdings wollte er im Idealfall heute Hesel trotzdem Probleme bereiten. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, dass Van Dijnen definitiv nicht getroffen hat, denn die Partie erwies sich als unfassbar langweilig. Es gab absolut keine Torraumszenen. Wenn es mal Chancen gab, dann waren das eher Zufallsprodukte. Hier nach 20 Minuten Freistoß aus 39 Metern. Es gibt zu Recht die gelbe Karte gegen den Ex-Bremer Lukas Schmitz nach dem Foul gegen Melvin Lorenzen, der da eventuell auf und davon gewesen wäre und die erste Chance gehabt hätte, die überhaupt im 16er stattgefunden hätte. Aber so gibt es halt den Freistoß und Bielefeld hat da Spezialisten theoretisch. Jetzt, wo Pereira weg ist, muss es wohl wieder Kapitän Dick machen. Aber 39 Meter sprechen normalerweise eher für eine Flanke, während wir hier nochmal das Foul von Schmitz gegen Lorenzen sehen. Da können wir froh sein, dass sich der Deutsch-Engländer nicht verletzt hat. Und jetzt kommen wir zum Freistoß. Wie gesagt, es sind 39 Meter. Es ist eine ordentliche Distanz, auch für einen, der richtig Kraft im Fuß hat. Allerdings, wie gesagt, vielleicht müssen es Zufallprodukte sein, die eine der beiden Mannschaften hier zu Tor gefahren bringen. Es ist ein Zufallsprodukt, es ist der Pfosten, der Unterstall rettet und hier nicht das 0:1 aus Sicht der Düsseldorfer erzielt. Es ging weiter und es war wieder ein Foul, das den nächsten Freistoß brachte. Diesmal waren es nur 31 Meter und wieder eine Situation für Florian Dick. Ungefähr ja, die gleiche Position, aber knapp am Tor vorbei. War nicht schlecht, war die zweitgrößte Chance im ersten Durchgang. Es passierte nicht viel. Auf der anderen Seite die größte Chance hier. Bellinghausen mal mit der Flanke in die Mitte und ein Kopfball aus 16 Metern, 5 Meter am Tor vorbei. Wenn man das als beste Chance sehen muss, ist das schon wirklich sehr, sehr traurig. In der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser. Es gab keine großen Gelegenheiten. Arminia Bielefeld versuchte irgendwie in den 16er zu kommen, schafft es aber nicht. Lorenzens Flanke hier, gerade noch so Abgewehr von Unterstall. Und dann ist am langen Pfosten auch keiner da, der irgendwie nochmal eine Flanke reinbringen könnte. Die größte Chance der zweiten Halbzeit hatte dann ja Fortuna Düsseldorf, aber die spielten auch erstmal ganz, ganz schwach hier. Bellinghausen zieht nicht ab, sondern versucht dann irgendwas und scheitert an dem gegnerischen Sechser, nachdem er den Ball eigentlich schon an der Grundlinie hatte. Das ist natürlich sehr bitter. Finne versucht dann nach vorne zu gehen, aber auch hier zeigt sich wieder, es sollte einfach nicht sein. Wir kommen zur größten Chance der Partie, gerade angekündigt, und die spielte sich in der 85. Minute. Das ist Oliver Fink, kann sich hier außen durchsetzen gegen Junglas, kein gelernter Linksverteidiger, merkt man da, und das ist Van Dijnen mit dem linken Fuß, aber Hesel ist da und verhindert das 0:1. Das war wie gesagt die größte Chance. Eine hätte man noch haben können, hätte Bart Finne den Ball hier vielleicht ein Stückchen besser angenommen, wäre nicht ins Strauch hingebracht worden, aber so sein Schuss von Strohdig abgewehrt und gar nicht erst aufs Tor gebracht. Das heißt im Endeffekt, es war der letzte, beziehungsweise der Schlusspunkt der Partie in der 90. Minute. Bielefeld mit 2 Torschüssen und Fortuna Düsseldorf ebenfalls mit 2 Torschüssen. Eine unfassbar langweilige Partie. Die Fans wurden nicht belohnt für das Eintrittsgeld, was sie bezahlt haben. Eine recht langweilige Begegnung zwischen dem ersten und dem zweiten, aber das ist die Sache bei Topspielen. Auch wenn sie beiden offen besten Offensive in der Liga sind, ist die eine Mannschaft halt auch die beste Defensive der Liga und die andere auch nicht schlecht. Und weil Bielefeld nicht in der A-Besetzung spielte, war das Ganze hier alles andere als ein unterhaltsamer Kick. Trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die
diese beiden Mannschaften, dass sie nicht verlieren, denn so bleiben sie weiter oben dran und es sieht so aus, als ob sowohl Bielefeld als auch Düsseldorf aufsteigen würden. 0:0 zwischen der Westmetropole und der ostwestfälischen Kleinstadt. So, gut, alles klar, 0:0. Hätte besser laufen können. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben mit einer relativen B-Elf gespielt. Defensiv standen wir gut, trotz dessen wir da, also wir haben ja wirklich nur mit B-Elf gespielt, aber gut und offensiv, naja, ging halt nichts. Nächste Episode muss besser werden, aber wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, euch hat die Episode gefallen. Bis dann, haut rein und ciao. Bye und ciao.